Royal Arena TV, wir sind hier am Royal Arena Festival 2018. Ich bin der Lucky. Neben mir haben sich zwei junge Herren hier, Flaschke, Mimix, Effe. Hola. Haben ihr eine gute Anfahrt gehabt? Ja. Wir sind Trend gekommen. Wir sind Trend gekommen. Wir sind zusammengekommen. Nein, wir sind super. Wie jedes Jahr. Wir sind ja oft da und haben es gut gefunden. Das ist super. Eben. Ja. Ich habe euch die Frage eigentlich schon vorher gestellt, privat, sagen wir es so. Ja. Was macht ihr eigentlich hier am Royal? Liebt ihr das zu fest? Also, es ist so, der Livio spielt und der Ali spielt. Und weil wir uns alle so gerne haben, nehmen wir uns auch immer gegenseitig mit an die Kicks. Und so hat jeder immer das Vergnügen, irgendwie am Festival irgendwie noch eine Rolle zu spielen. Das ist so richtig gängig. Sogar Effi. So sogar ich. Ja? Nice. Das heisst, heute sind du an zwei Shows. Also vom Ali und Elsie. Ali und Elsie, genau. Nice. Ja, aber uns geht es mehr ein bisschen darum. Saufen, gratis saufen, hier im Backstage hängen. Ein bisschen. Und ja, das ist so das. Das heisst, heute gehen wir richtig steil. Ich fahre besoffen am besten, darum ich denke schon. Bist du nicht letztes Jahr schon mit dem Auto durch? Bist du nicht letztes Jahr schon besoffen gefahren, Alter? Hure geile Aktion, Alter. Gutes Vorbild. Also du kannst nur saufen, du kannst nur fahren, wenn du saufst. Ja. Nein, das macht er nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, sehr froh. So nicht, Was ist mit dir? Wieso fahrst du nicht Auto? Nein, ich habe es immer noch nicht geschafft, Autoprüfung zu machen. Ah was? Ja. Das wäre ja mal Zeit, oder? Vielleicht. Ja, es ist mir einfach so wie... Es interessiert mich einfach nicht. Okay. Also es ist wie schwer zu erklären. Ich finde schon geil, Autos und so auch ab und zu in einem Clip oder mal reinhocken. So als oder nicht fahren kannst, aber hockst einfach rein. Nein, also fahren kann ich. Also du hast einfach die Briefe. Du kannst fahren? Ja. Ja, nicht gewusst. Mal. Drehen wir nachher mal runter. Ja, machen wir mal Geheimnis. Ich habe nicht gewusst, dass ich fahren kann. Gelüftet. Ja. Ich zeig dir nachher. Mhm. Aber nice. Nein, es ist wie so. Nein, es kommt mir eigentlich um etwas anderes. Ich finde es einfach auch nice, nicht unbedingt Auto zu fahren. Okay. Aber das ist so persönlich. Das ist wie. Ja, das ist deine persönliche Meinung. Also, persönliche ja. Also, ja. Meinung. Aber gehen wir weg vom Autofahren. Ich meine, wir sind ja hier am Royal Arena. Was bedeutet für euch Royal Arena Festival? Ja, was bedeutet das? Also, ich bin. Ich glaube sicher, wie sowohl am anderen grossen Hip-Hop-Festival der Schweiz, wie auch am Royal, eigentlich seit wahrscheinlich 8 Jahren jedes Mal irgendwie gewesen. Und es ist. Für mich voll Teil von meiner Geschichte, die ich mit Hip-Hop habe und von meinem Zugang, den ich habe zu Hip-Hop und der Kultur generell. Kannst du dich erinnern, wenn du das erste Mal hier warst? Ja. Dort hat gespielt. Oh, das war eine geile Zeit. Dort hat gespielt. Ich kann mich noch an einen Act erinnern, ich glaube Dipset. Dipset, das war live? Ja. Da. Wann war das? Ja. In welchem Jahr? 09 oder so. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Boah. Nein, 10. Nein, wahrscheinlich. Nein, nein. 08 müsste es gewesen sein. Dipset-Zeit, ist das. Und ich bin. Ich habe einen üblen Hurenabsturz gehabt. Wirklich, es war so crazy gewesen. Ich bin einfach so verschwunden von meinen Kollegen und ich kann mich nur noch bruchstückhaft erinnern. Ich wollte heim auf Luzern und ich habe einfach random. Irgendwo, ich glaube sogar im Backstage reingelaufen, so hinter über einen Wald oder so. Aha. Und habe einfach random irgendein Busfahrer gesagt, so, sorry, fahrst du von Luzern? Und er so, nein. Ich so, ah, oh, scheiße. Dann bin ich wieder zurückgekommen. So geil. Gefunden, ja. So geil. Und gerade dann ist gerade Tipps gelaufen und ich so, als wäre nie etwas gewesen, vorher so, yes, Alter. So geil. Cheer. Geile Story. Cheer. Wie ist es bei dir gesehen? Ich bin ehrlich gesagt erst das zweite oder das dritte Mal da. Ich habe noch nicht so eine riesen Beziehung mit dem Festival, aber es gefällt mir jedes Mal sehr. Das dritte Mal bin ich da, genau. Einmal als Besucher, letztes Jahr bei ihm und jetzt das Jahr. Ich hoffe, das Jahr wird es noch ein bisschen geiler. Bist du jedes Mal mit dem Auto da? Immer mit dem Auto. Ich gehe immer mit dem Auto ins Festival. Natürlich. Effe schläft einmal. Ich schlafe einmal im Auto. Ja. Effe gönnt sich nie ein Zelt. Nein, nie. Oder Hotel. Auch nicht Hotel. Ich habe nicht gerne Hotel also, und Zelt. Also richtig real im Auto. Du liebst das Auto über alles. Das Auto. Ist dein Baby in dem Fall. Dacia Duster, Bruder. Nice. Nice. Jo. Yes. Was läuft so musikalisch momentan bei euch? Ist es ein bisschen ruhig geworden? Ja. Um dich vielleicht? Ja, voll. Du hast ja also, das ich habe jetzt erst gerade Release eben. Captain Hook Volume 2 und jetzt, jetzt haue ich ein paar Singles raus. Mal schauen. Und dann schaue ich, was läuft. Aber ich glaube, du hast mehr zu erzählen, Bruder. Nein, ich möchte eigentlich gar nicht wirklich etwas erzählen, weil es ist.
Ich möchte einfach noch nicht erzählen. Okay. Aber so, man weiß ich habe voll keinen Bock jetzt so, ja, ich bin und ich mache jetzt und so. Ich wollte einfach. Du musst einfach machen. Ich mache jetzt einfach und so und ich wollte gar noch nicht darüber reden. Das bringt es nicht. Okay. Aber man weiß, also man munkelt ja schon von deinen Insta-Stories zum Beispiel. Ja, hast du ja in der letzten Zeit. Ich bin jetzt eigentlich seit fast zwei Wochen eigentlich fast jeden Tag im Studio gewesen wieder. Und ich bin sehr viel Zeug am Ausprobieren und so, aber mehr wollte ich wirklich nicht. Okay, nice. Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Und Jungs, danke, habt ihr Zeit genommen hier. Danke auch. Und ich sag mal, viel Spaß am Festival und gute Heimfahrt dann. Danke mal, danke mal. Merci.